Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad TV. Mal schauen, ob es jetzt die letzte Episode wird. Wir haben immer noch über 1 Million auf dem Konto und mein Chef ist wieder sehr zufrieden mit mir. Perfekt. So, Nachrichten können wir gleich mal reinklatschen. Okay. Immerhin wieder keine Attentäter. Alt. Ist ja auch doof. Egal, ist neuer als die von 17 Uhr gestern. So, ich glaube, wenn ich Glück habe, reicht das tatsächlich für den Sender heute. Was haben wir hier jetzt? Aufgrund mangelnder Resonanz wurde der Sammy für selbstproduzierte Shows nicht vergeben. Hallo? Ich habe nicht gestern eine Show gezeigt? Alter. Oder weil es jetzt keine Konkurrenz mehr gibt. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Egal. Ich will mich ja nicht aufregen. So, was können wir denn hier noch raushauen? Was habe ich denn schon gezeigt? Was habe ich noch nicht gezeigt? Der mit dem Wolf tanzt. Das habe ich eh schon 1000 Mal gezeigt. Bin mal gespannt, ob ich die 4,5 Millionen für den nächsten Sender heute rauskriege. Reinkriege, nicht raus. Was laber ich? Das Schöne ist, weil jetzt keine Konkurrenz mehr da ist, wird mir auch keiner mehr den Fernseher... was laber ich hier? Nicht den Fernseher, sondern den Aufzug. Den Fahrstuhl. Fängt beides mit F an. Wird Zeit, dass ich aufhöre. Furchtbar. Furchtbar. Also wird mir keiner mehr den Fahrstuhl klauen, weil... die ganzen Leute, die hier durch die Flure laufen, sind eh alles nur Statisten. Also das macht nichts. Die wechseln nicht die Etagen, die fahren nicht mit dem Fahrstuhl, sondern wechseln nur die Büros. Die einzigen, die mir die Fahrstuhl klauen konnten, waren eben die Konkurrenten. Und Konkurrenten habe ich nicht mehr. Ich bin der Einzige. 40 Millionen. Ja, okay. Ich wollte ja eh die Nike-Werbung hier rauskloppen. So, was haben wir denn noch hier? BP war die Love Story. Die muss ich dann morgen zeigen, spätestens. Da könnte ich ja mal gucken, ob ich da noch eine Love Story finde für morgen. Falls ich den morgigen Tag überhaupt noch habe. Aber man muss ja planen. Love Story. Dann mal eine Love Story. Sex, Lüge und Video. Haben wir noch eine Love Story, die nicht ab 18 ist, die ich früher zeigen kann? Marslandung. Morgen um 19 Uhr. 4 Blocks. 1,5 Millionen. Das wäre ich ja auch mal versucht. Mord ist ihr Hobby. Nehme ich die Serie nochmal. Und diese billige Love Story. So, dann kann ich, glaube ich, das Programm für morgen auch schon fast wieder füllen. So, die Nike-Werbung hat geklappt. So, dann habe ich morgen die Love Story schon mal fürs Programm. Sex, Lügen und Video. Dann nochmal eine Folge Star Trek. Planet der Barbaren. Habe ich irgendeinen Film, der 3 Blocks lang ist? Habe ich überhaupt noch irgendwas hier? Was? Irre der Prizis. Genau, dann zeige ich das morgen. Und dann habe ich da noch einen Block für die andere Serie, die ich jetzt gekauft habe. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. So, Nike. Nehmen wir erstmal das Brite. Und danach Nike. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass diesen Müll für 24.000 Dollar... Ich meine, Police Academy. Der erste Film ist ja echt witzig. Der zweite ist noch, naja, aber die Teile 3, 4, 5, 6 und 7 sind einfach nur Müll. Und ich verstehe nicht, warum man für eine Serie, die schon nach dem dritten Teil nur noch Grütze war, dann noch so viele Teile nachher dreht. Also sind die Leute alle so dumm gewesen damals. Wobei, heute gibt es ja auch noch solche Sachen. Naja, egal. Hauptsache, die Leute gucken. Ich kriege ordentlich Kohle für meinen Sprite-Spot. Und für Nike auch. Oh, warte mal, dann könnte ich ja die Sexlügen und Video heute zeigen. Ha? Das doch so. Kriege ich dafür auch noch Kohle. Sex, Lügen und Video. Yeah. So. Dann die Love Story. Wird garantiert 5 Millionen Zuschauer haben. Dann kriege ich jetzt nochmal. Für Nike kriege ich nochmal 1,1 Millionen. Dann bin ich bei 3,8. Für BP kriege ich 720.000. Dann bin ich exakt bei 4,5. Perfekt. Das heißt, ich werde mir tatsächlich im Laufe des heutigen Tages noch den letzten Sender gönnen können. Und das heißt auch wiederum, wir werden heute nochmal 2 Spieltage zeigen, weil der letzte Spieltag besteht ja nur noch darum, mal eben so 1 Million zusammenzukratzen. Das ist ja auch kein Problem. Machen wir ja immer so aus der Portokasse. Und dann reite ich mit Betty in den Abendhimmel oder so ähnlich. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das ist wirklich nur eine Sache wahrscheinlich von ein paar Minuten. Zumal ich ja heute auch den gesamten Tag im Zeitraffer zeigen kann, auf der schnellsten Geschwindigkeitsstufe, weil ich habe ja schon den ganzen Tag inklusive Werbung verplant. 21.07 Uhr, 8, 9, 10, yeah. Oh, 72 Millionen Zuschauer, ist eigentlich Verschwendung jetzt hier, aber
Ich muss das ja bis Tagesende zeigen. Hilft alle nix. So, was wollte ich denn morgen zeigen? Dann muss ich morgen Arachnophobia reinpacken, oder was? So. Genau. Kann ich morgen Polizeigeldmiete verkaufen? Steck langsam. Sex, Lügen und Video. Bin dann dadurch schon. Ich bin ja sowieso im Plus morgen. Ich habe ja so viel Kohle dann auf dem Konto. Na dann. Dann wird das kein Problem sein. Dann können wir uns entspannt zurücklehnen und ein wenig stricken. Kann ich noch irgendwas über Matt TV erzählen? Ja, eigentlich könnte ich noch kurz was erzählen. Es gab nämlich noch tatsächlich einen. Also erstmal war geplant, zu dem Matt TV damals noch eine, ja, so eine Art Add-on zu produzieren, wo es halt eben neue Filme und Serien und auch neue Werbungen gibt. Die wurde nie produziert, ich habe keine Ahnung. Also ich meine, das Spiel war, glaube ich, schon recht erfolgreich gewesen, aber vielleicht war es nicht erfolgreich genug, um dieses Add-on zu rechtfertigen, oder der Publisher hat aus irgendwelchen anderen Gründen keinen Bock gehabt. Jedenfalls wurde es angefangen, aber es ist nie erschienen, also es ist auch nirgends geleakt im Internet oder sowas. Es gibt halt einfach nur diese Version des Spiels und kein Add-on dazu. Ist ein bisschen schade. Dann werde ich mal eben speichern zwischendrin. Dann gab es allerdings einen inoffiziellen Nachfolger namens Mad News, der dann in Flop 93 oder so erschien. Hat eigentlich denselben Grafikstil, weil es auch fast dieselben Leute waren. Also vor allem war es wieder der, wie hieß er denn nochmal? Heiko? Nicht, Stefan auch nicht. Verdammt. Jetzt habe ich wieder den Namen vergessen von dem Produzenten des Spieles. Egal. Ich habe es in der ersten Folge gesagt. Guckt nochmal rein. Also jedenfalls der Erschaffer und ja, Produzent des allerersten, von diesem Mad TV, hat eben dann kurz darauf Mad News gemacht. Allerdings für den Entwickler Icarion und nicht mehr für Rainbow Arts. Darum ist das Ganze auch eher eine inoffizielle Fortsetzung, obwohl es genauso aussieht. Es gab dann auch noch ein Spiel namens Caribbean Disaster. Das hat auch wieder denselben Look, ist aber dann keine, ja, Wirtschaftssimulation in dem Sinne, dass man da jetzt wie bei Mad News einen Zeitungsverlag oder bei Mad TV einen Fernsehsender managt, sondern man muss dann, glaube ich, eine Karibikinsel erobern, indem man da irgendwie dann die Gegner dann bei einer Wahl besticht und so weiter und sich dann zum Diktator aufschwingt oder sowas. Habe ich mal eine Demo gespielt, das war auch ganz nett, aber ist halt vom Stil her anders. Ich weiß auch nicht, ob das nur derselbe Grafiker war oder ob das einige Leute aus demselben Team waren. Naja, und dann gab es 1996 noch als Nachklapp quasi, 5 Jahre nach dem Original, das Spiel Mad TV 2. Hatte das Problem allerdings. Erstens erschien es wieder beim anderen Hersteller, bei Greenwood Entertainment, weil ich glaube, da gab es Rainbow Arts schon nicht mehr. Es waren einige Leute aus dem Team von ersten Mad TV dabei, aber es sah völlig anders aus. Und es spielte sich auch total bescheuert und war völlig verbuggt. Das heißt, es war eine riesen Enttäuschung für die ganzen Leute, weil eigentlich hatten sie einen ordentlichen Nachfolger erwartet, aber den gab es dann leider nicht. Bisschen blöd. Und stattdessen gab es halt eben dann dieses ziemlich verbuggte Spiel, was viel komplizierter war, viel umständlicher zu bedienen, was dann zwar eine höhere Auflösung hatte, aber dann eher so eine, ja, war auch wieder Comic-Grafik, aber sah eher aus wie ein Adventure eigentlich. Also man hat die Figur dann so aus der Schrägsicht dann gesteuert und nicht mehr durch ein, ja, nicht mehr durch so einen Fernsehturm quasi, durch so ein Hochhaus, sondern durch ein Filmstudio-Gelände, was überhaupt keinen Sinn macht, weil man hat ja kein Filmstudio gemanagt, sondern einen Fernsehsender. Dafür konnte man dann eben noch viel mehr Kulissen und so weiter auswählen und so weiter. Das war dann also alles noch ein bisschen komplizierter und naja. Ich habe es zwar auch ein paar Stunden gespielt, aber mit dem ersten Mad TV, da kommt es bei weitem nicht ran. Ja. Und damit habe ich jetzt tatsächlich geschafft, den kompletten Tag zu verquatschen. Und ich werde gleich das Geld haben für den zweiten Satelliten. Und ich werde ihn mir dann doch schon mal gönnen. Ich bin einfach mal so verrückt, obwohl ich dann gleich zig Milliarden Minus auf dem Konto habe. Doch, damit das Spiel wieder nicht abstürzt, werde ich nochmal speichern. Und 4,5 Millionen. Tada! Und verkaufe jetzt die ganzen kleineren Sender. Sun TV bietet was dafür, okay. Warum auch immer, die sind ja pleite. Aber egal, verkaufen wir den Kram. Und den auch noch. Huch, Tag ist rum. Da habe ich noch zwei kleine Sender. Egal. Und habe 376.000 für die Verkäufe bekommen. Und gleich habe ich gerade hier zig Millionen im Minus, weil die Kosten garantiert. Oh. 1,1 Minus Millionen. Die kosten reichlich, glaube ich, die Satelliten. So, bla bla. Morgen wird das für mich für die besten News verliehen. Bla bla, sehr schön. So, dann machen wir weiter im Text. Verkaufen wir die letzten zwei Sender hier auch noch. Den nicht, aber den an Sun TV und den auch an Sun TV. So, dann speichern wir noch einmal.
haben jetzt die kompletten USA abgedeckt. Das sehen wir ja jetzt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel hier ganz am Rand kann man hier nochmal ein paar neue Zuschauer kriegen, wo die Satelliten, glaube ich, nicht hinkommen. Ja, hier so eine Grenze zu Kanada, aber das lohnt sich nicht hier für die 250.000. Ja. Ansonsten decken die beiden Satelliten wirklich die komplette USA ab. Und damit haben wir jetzt maximal 284 Millionen Zuschauer. Das ist mal eine Marke. Verkaufen wir mal noch ein paar Sendungen. Da kommen wir garantiert trotzdem nicht jetzt ins Plus. So, die Love Story kann weg. Stipp langsam haben wir durch. Haben wir noch irgendwas durch? Police Academy ist auch durch. Ehre der Prizis ist nicht durch. Mord ist ja Hobby war die zweite Serie. Genau, das war das. Erstmal zur Filmagentur hochfahren. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch 1 Million plus machen und dann Betty ehelichen. Und dann haben wir alle unsere Ziele erreicht. Und ich denke mal, bei der Reichweite, die wir jetzt haben, wird das heute auch gelingen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Da muss ich nur ein paar Werbespots noch mir zulegen, die ordentlich was bringen. Ich glaube, jetzt habe ich auch nur noch diesen SSI. Genau, den wollte ich ja nicht mehr, weil der irgendwie EX bringt. Kann man vergessen. So. Zweite Serie. Ich habe bloß immer noch diese eine Show mit 0 Blöcken Länge. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. So, erstmal beschleunigen. Nochmal die alten Nachrichten zeigen. Ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder so blöden Attentäter. Oh, scheiße, ist doch geplant. Ich weiß nicht, ob das nicht an den Attentätern lag, dass das Spiel immer abstürzte. Na egal, ich werde lieber nicht mehr dran rumdrehen an dieser blöden Informationstafel und einfach hoffen, dass ich die Millionen habe, bevor der Attentäter kommt, oder... Naja, schauen wir einfach mal. Egal. Ich habe ja oft genug gespeichert, sonst muss ich den Tag nochmal spielen. Was soll's. Das ist aber auch echt anstrengend. Ich habe jetzt, glaube ich, 3, 4 oder 5 Tage... Oh, gar keine Zuschauer mehr. Das fängt ja gut an, der Tag. Dafür habe ich jetzt 56 Millionen bei Star Trek. Gut, dann holen wir uns jetzt ein paar Werbespots, die auch ordentlich Kohle bringen. 50 Millionen Zuschauer sind ja schon nicht so schlecht. 4 Spots in 5 Tagen, das ist schon mal gut. 5 Millionen, das kann man vergessen. Haben wir hier sonst nichts Brauchbares? Dann gucken wir nochmal. Aber ich glaube wirklich 50 Millionen ist das höchste der Gefühle. Ne, 100 Millionen haben wir hier. Na dann, schauen wir mal, ob wir das schaffen mit den 100 Millionen. Das wäre doch mal lustig. Dann sind wir heute aber sowas von reich am Ende des Tages. Na gut, dann erstmal hier das Breit reinhauen. Oder raushauen, je nachdem. Das andere Marlboro bringt 4 Millionen Dollar Prämie für echte Cowboys. 100 Millionen Zuschauer muss ich nur dreimal senden. Das kriegen wir hin. Ja. Tja, was kann ich noch sagen? Mad TV 2 war durch. Das hatten wir ja schon, das Thema. Was es auch noch gibt, ganz witzig oder interessant, ist, es gab einen Versuch, obwohl das, ich meine, eigentlich ist es ja wirklich eine Spielidee, die nahe liegt. Es gibt tausende von Wirtschaftssimulationen aus deutschen Landen, aber es gibt verdammt wenige, die einen Fernsehsender moderieren, einen Fernsehsender simulieren. Obwohl das ja eigentlich erstmal eine sehr naheliegende Idee ist. Und zweitens ja auch wirklich gut angenommen wurde. Das Spiel war ja ein Wahnsinnserfolg damals. Aber irgendwie, warum auch immer, hatten die Leute keinen Bock, nochmal so ein Spiel zu produzieren. Das erste Mal, dass das wieder gemacht wurde, war dann, glaube ich, 2007 oder 2006 oder sowas. Nämlich tatsächlich so ein Nachfolger im Geiste namens Smart TV. Also MUD mit Punkten darunter. Und das war dann auch wieder so ein Spiel, naja, was die ursprüngliche Mad TV-Idee ein bisschen verwässert hat. Weil zum einen war das viel komplizierter jetzt, musste man sein 24-Stunden-Programm managen. Dann konnten Sendungen länger sein als ja, die typischen Blöcke von 60 Minuten. Das heißt, man musste dann ziemlich viel hin und her jonglieren, weil eine Sendung auch um 20.15 Uhr anfangen konnte. Man musste bei der Werbung dann auf die Zielgruppen achten. Das war auch noch total kompliziert. Also ja, das hat das ganze Spiel einfach wahnsinnig kompliziert gemacht. Und naja, nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Und ja, das Schöne bei Mad TV ist halt... Oh, jetzt haben wir wieder über 100 Millionen Zuschauer das erste Mal. Geil.
Das Schöne bei MAD-TV ist halt einfach, naja, diese Einfachheit. Also, dass es halt wirklich nur 7 Sendeblöcke am Tag gibt, dass das Fernsehprogramm erst um 18 Uhr anfängt und man jetzt kein 24-Stunden-Programm hat, dass es pro Stunde nur einen Werbeblock gibt mit einer Werbung und nicht irgendwie 5 Werbungen, dass man nicht auf Werbezielgruppen achten muss, sondern höchstens mal darauf achten muss, dass jetzt irgendwie eine Werbung nicht beim Krimi gezeigt werden darf oder nur in Liebesfilmen. Naja, und das hat irgendwie das MAD-TV nicht verstanden. Genauso wie es auch diese Mechanik mit dem Fahrstuhl nicht verstanden hat. Es gibt zwar einen MAD-TV wie einen Fahrstuhl, aber der macht keinen Sinn, weil du kannst jederzeit die Etagen hoch und runter fahren und deine Konkurrenten siehst du gar nicht. Naja, und dann hat das Ganze noch so einen komischen Comic oder so einen 3D-Grafik-Look mit so komischen Knubbelmännchen und nee, dann muss man auch noch neue Räume kaufen. Das ist. Nee. War sehr enttäuschend. Ich habe die Demo mal angespielt, irgendwie 2 Spieltage lang und habe gedacht, nee, das macht keinen Spaß hier, das ist einfach nur zu überladen und. Ja. Und das heißt also, es gibt bis heute noch keinen vernünftigen Nachfolger für MAD-TV. Und keine 100 Millionen Zuschauer. So, dann werden wir jetzt einfach die letzten beiden Sprite-Dinger versenden, dass ich endlich das Geld habe. Ich will, dass dieses Elend aufhört. So. Also, in ungefähr 1,5 Spielstunden haben wir 2,4 Millionen Prämie für Sprite Light. So kühl, so klar, nur eine Kalorie. Wunderbar. Und dann haben wir hier über 1 Million auf dem Konto, können eine Hochzeitsreise kaufen. Und der Rest wird Geschichte sein, sage ich euch. Tja, und wenn auch ihr Geschichte schreiben wollt. Ach ja, was ich vielleicht auch noch ganz zum Schluss sagen sollte. Kurz vor Ende. Es gibt tatsächlich ein Remake quasi von MAD-TV, was schon seit Jahren in Entwicklung ist, nämlich TV-Gigant heißt das oder TV Tower. Ich glaube, die können sich nicht so ganz entscheiden. Also die Website heißt, glaube ich, tvgigant.de oder sowas. Wenn ich dran denke, verlinke ich das auch nochmal. Sonst müsst ihr einfach mal nach TV-Gigant oder TV Tower googeln. Das ist natürlich eine deutsche Entwicklung, weil ist ja klar, das ursprüngliche MAD-TV war ja auch von deutschen Entwicklern gewesen. Und ja, die haben eben mit dem Look von MAD-TV halt eben versucht, dann das in HD-Grafik zu remaken. Also haben wirklich dann die ganzen Figuren und so nachgezeichnet und das ganze Layout. Haben das Ganze aber auch wieder ein bisschen verkompliziert. Denn auch da musst du wieder auf Zielgruppen achten bei der Werbung. Du hast wieder ein 24-Stunden-Programm, was ziemlich nervig ist, weil nachts um 1 guckt eh keiner. Sie haben das Ganze allerdings auch noch auf ganz nette Sachen erweitert. Zum Beispiel gibt es so Call-In-Shows, wie man das so von 9 Live kannte, das ja schon ein paar Jahre in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Wo man halt eben dann Geld verdienen kann durch die Zuschauer, weil die natürlich anrufen dann die Leute und man dann irgendwie $1.000 pro 1.000 Zuschauer kriegt oder sowas. Das ist nicht schlecht. Aber ansonsten ist auch das schon wieder viel zu kompliziert, weil ich habe einfach keinen Bock, einen 24-Stunden-Tag hier zu füllen mit Programmen und mit Werbespots, weil, nee. Und es ist einfach zu mühsam. Naja. An sich trotzdem keine schlechte Idee. Also ich hoffe mal, die werden das noch so erweitern, dass man. Nein, ich wollte gar nicht zum Chef. Ich wollte zum Supermarkt. Naja, also wie gesagt, ich hoffe mal, dass man das dann vielleicht im späteren Spiel dann noch so einstellen kann, dass man nicht zwingend einen 24-Stunden-Tag hat, sondern vielleicht auch wieder auf diese MAD-TV-Geschichte umsteigen kann. Wäre jedenfalls nicht schlecht. Denn wie gesagt, 7 Stunden Programm füllen am Tag ist eigentlich stressig genug, vor allem wenn das Ganze in Echtzeit abläuft. Und sonst macht das einfach keinen Spaß. Und dadurch, dass man immer Feierabend hat und am nächsten Tag wieder anfängt, ist das Ganze so in sich gekapselt und ja, ist einfach nett. So. Und nun haben wir den Olymp erreicht. Wir haben das Spielziel erreicht. Wir haben die Hochzeitsreise gekauft. Wir haben Bettys Herz erobert. Und jetzt schenken wir ihr die Hochzeitsreise und fahren mit ihr in ihrem tollen Sportwagen, den wir ihr gekauft haben, zum Happy End. Ja. Und damit würde ich dann auch schon sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei MAD-TV. Danke, dass ihr trotz dieser ganzen Bugs und Abstürze damit gefiebert habt und durchgehalten habt. Für mich war es verdammt stressig, aber es hat Spaß gemacht, die alten Erinnerungen nochmal zu wecken und dieses alte Spiel tatsächlich nochmal durchzuspielen. Also dann, bis zum nächsten Let's Play und bis zum nächsten Happy End.